Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video bauen wir uns was richtig cooles und praktisches für meine schöne Drechselbank. Eigentlich brauchen wir für das Projekt so in Gedanken erstmal nicht so viel. Was wir aber brauchen, sind Inlinerrollen. Und die hat mir freundlicherweise, ich muss einmal gerade spicken, der Matthias zugesendet. Matthias, vielen lieben Dank für die E-Liner-Rollen. Jetzt werden sie an meiner Drechselbank weiterrollen. Der Matthias hat mir aber noch was ins Paket mit reingepackt. Und zwar hier dieses coole Kreuz. Und auch erstmal vielen lieben Dank dafür. Das Interessante hier dran ist auf jeden Fall hier diese Musterung. Das kann man mit so einem speziell selbstgebauten Teil herstellen aus einer Mikrowelle. Das entstehen dann bei, ich glaube, bei 2000 Volt. Mega gefährlich, so ein Teil selber zu bauen, aber sieht aber richtig, richtig fein aus. Vielen lieben Dank nochmal. Grundsätzlich ist eine Lünette dafür gedacht, wenn ihr lange Stücke an der Drechselbank drechselt, die relativ dünn sind. Mit der Lünette könnt ihr halt einfach das ganze Teil in der Mitte dann stabilisieren. Denn wenn ihr dünne, lange Stücke an der Drechselbank drechselt, fangt ihr irgendwann an zu vibrieren und man bekommt keine schöne Oberfläche mehr hin. Ich habe zwar hier und da überall noch so ein paar Stücke Multiplex rumfliegen, aber die werden wahrscheinlich eh nicht reichen. Deswegen schneiden wir hier dieses Teil gerade mal ein bisschen runter, damit ich es hier drin in der Werkstatt besser bearbeiten kann. Normalerweise schneide ich hier diese Platten immer so auf so ein Maß von 55, weil dann kann ich sie ideal in der Tischkreissäge noch runterschneiden. In dem Fall schneide ich es mal auf 60, weil ich nicht genau weiß, wie groß die Stücke sein werden. Wundert euch nicht, dieser Klemmmechanismus, der war so simpel, dass ich den gerade hinter der Kamera gemacht habe. Schauen wir mal, ob er auch klemmt. Noch klemmt da mal nichts. Spannende Situation. Jetzt haben wir hier schon mal eine Plattform, die wir ganz entspannt festmachen können. Hier unten, das ist extra rund, damit ich hier unten an den Bewehrungen von der Drechselbank vorbeikomme und dann kann sie es auch immer drehen. Oder damit ich sie mal passend drunter schieben kann. Wie in vielen Fällen mache ich das hier relativ praxisorientiert. Ich habe jetzt hier in etwa die Höhe, so hoch soll das Teil später werden. Mit dem Abstand nach hinten weiß ich noch nicht genau. Aber ich weiß auch jetzt zum Beispiel, dass ich das Teil ungefähr hier in der Mitte festschrauben möchte. Und jetzt brauche ich quasi hier einen Detcher, den ich mir einfach im Reitstock hole, wo der Drehmittelpunkt sein soll. So, dann markiere ich mir noch einmal hier unten, wo der Sockel anfängt. Daran müssen wir uns ja auch anpassen. Und jetzt können wir uns hier eine Rundung anarbeiten. Aber wir würden doch mal gerne hier an der Umfrage dran teilen, ob du eher so praxisorientiert bist oder ob du lieber alles im Vorhinein relativ genau planst. Oben rechts im Eck müsste jetzt eigentlich ein I aufblocken. Ich markiere mir jetzt erstmal den Kreis, wo später kein Holz mehr sein wird. Man weiß ja in etwa, ab welchem Durchmesser, ich sag mal, den Durchmesser wird es bei mir interessant, dass ich das Teil benutze. Und dafür muss ich dann halt auch hier diese Aussparung vornehmen. Wenn ihr eine Drechselbank habt, bei der ihr zum Beispiel 2 Meter einspannen könnt in der Länge, dann hättet ihr vielleicht schon bei einem dickeren Maß hier die Möglichkeit, die Lünette sinnvoll einzusetzen. Also dieses ganze Material hier kann jetzt weg. Hier vorne diese Öffnung wird mir auch noch definitiv reichen. Jetzt schneiden wir es erstmal aus. Surprise, surprise! Ist es nicht toll? Das ist mal wieder so ein Projekt, das ist für mich super ideal zum Filmen, denn ich kann halt eben zum Beispiel wie bei dieser Arbeit jetzt einmal das Ganze machen und habe hier noch 2 Teile, wo ich das nochmal machen muss und kann es da euch dann zeigen und ich weiß auch schon, wie es funktioniert und so kann ich es halt auch einfach ein bisschen entspannter filmen. Also machen wir jetzt mal mit der nächsten Rolle weiter. Hebt diesen Abschnitt von hier innen drin unbedingt auf. Das hier schraube ich gerade erstmal runter. Denn wir haben uns ja eben hier bei diesem Stück, was wir rausgeschnitten haben, die Mitte markiert. Und das holen wir uns einfach so ein bisschen als Anhaltspunkt, dass hier diese Rollen ungefähr so auf die Mitte zeigen und halt eben nicht so vorbei. Das hier sind die Buchenholzstücke, mit denen wir unsere Rollen einstellbar machen. Und die nächste Rolle soll von oben drauf zeigen. Und die andere Rolle wird dann von hier vorne so drauf zeigen. So in etwa. Ja, komm, das haut schon hin. Oder? Oder etwa nicht. Hier dieser Auszug, so nenne ich es jetzt einfach mal, soll hier oben hinkommen und jetzt brauchen wir irgendeine Art von Führung. Da habe ich hier von einem anderen Projekt noch hier diese vorgehobelten Leisten und die werden wir dafür benutzen.
Die werde ich mir dann einfach hier rauflegen, passe hier den Winkel so ein bisschen an, lege das auf, halte es fest und markiere mal einfach unten drunter die Umrandung. Und auch hier mache ich es dann ohne viel Tram-Tram. Ich habe hier mir meine Linie markiert, halte es einfach fest und schraube es dann von der anderen Seite fest. Das war schon der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Was ihr hier nur beachten solltet, ist, wenn ihr die Schrauben ins Holz reindreht, ich bohre hier nämlich nichts vor, dass ihr die Schrauben nicht alle in einer Flucht reinschraubt, dann kann es halt passieren, dass das Holz reißt. Ich benutze hier diese normalen Schrauben, damit wir dieses Teil später festmachen können. Und hier brauchen wir eben so ein bisschen Abstand, damit wir später nicht ins Rad reinrutschen. Hier brauchen wir jetzt eine Längsnut und das machen wir jetzt in der Bohrmaschine. Ich habe mir jetzt einen ganz einfachen Anschlag hingespannt und anhand dessen werde ich jetzt hier einfach eine Reihe von Löchern ins Holz bohren. Boah, das ist aber so uncool. Was mache ich denn da nur? Ich werde jetzt als erstes mal wieder mein Stemmeisen schärfen, denn das werden wir jetzt ausstemmen. Ich weiß, ich könnte es an der Oberfräse machen, aber ich habe nicht so gute Oberfräser, mit denen man das gut fräsen könnte. Und aus dem Grund mache ich es einfach gerade von Hand. Ist, denke ich, auch ganz gut, weil hier bestimmt auch ein paar Leute dabei sind, die überhaupt kein Frästisch haben. Aber jetzt werde ich erstmal zeigen, wie ich hier mein schönes Stemmeisen scharf mache. Wisst ihr, ich bekomme hier auf YouTube und Instagram und überall viele Nachrichten. Und wenn ich dann was Neues zeige, kommen oft sehr, sehr viele Nachrichten. Das ist schlecht, das geht nicht, mach das nicht. Du hast keine Ahnung. Und genau nach dem Motto werde ich euch jetzt auch zeigen, wie ich meine Stemmeisen jetzt schärfe. Ich mache das Ganze hier an meiner... Boah, ich sollte nicht auf die frische Lack so drauf kloppen. Ich mache das Ganze hier an meinem Doppelschleifer. Das hier ist ein 80er Stein und bei dem hier weiß ich es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist der relativ fein. Ich würde sagen, der ist ein bisschen feiner noch. So 100er Körnung würde ich hier fast behaupten. Und da habe ich hier diese Vorrichtung. Da kann man das hier vom Durchmesser vom Stein ganz easy einstellen. Der Vorteil hier beim Kleinen ist halt einfach, dass die Drehzahl, also die Umfangsgeschwindigkeit ein bisschen kleiner ist, weil der Durchmesser kleiner ist. Deswegen entsteht auch nie so schnell so viel Hitze. Es entsteht aber Hitze. Wie kann man das verhindern? Indem man einfach nicht so fest vorne drauf drückt. Den Winkel hier, den habe ich eben eingestellt, der passt jetzt also noch. Jetzt halten wir es quasi einfach hier dran. Und jetzt haben wir hier vorne die Schneide wirklich super schön gleichmäßig geschliffen. Aber das ist jetzt noch nicht wirklich scharf, denn wir haben hier einen relativ starken Grat. Den werden wir hier an diesem Teil abziehen quasi. Das ist einfach eine Polierscheibe. Und auch hier habe ich sehr viel Nachricht bekommen. Das geht nicht, das ist falsch, macht das so nicht, bla bla bla. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ihr müsst halt hier ein bisschen aufpassen, dass ihr zuallererst mal nicht euer Werkzeug so rum reinhält. Das wäre echt uncool. Da müsst ihr wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Und ihr solltet das Werkzeug nicht zu steil hier dran halten, weil dann geht ihr ja über diese frisch erstellte Schneide drüber. Wir wollen lediglich so ein bisschen den Grat mit abziehen. Und das funktioniert hier auch sehr gut. Jetzt schaut unsere Schneide vorne so aus. Ihr seht, ich habe schon gar keine Haare mehr, aber ich zeige es nochmal für diejenigen, die mir immer noch nicht glauben. Funktioniert. Kleiner Hinweis, ich benutze das Ding hier nicht für Hobelmesser zu schleifen. Dafür benutze ich immer noch Wassersteine. Aber ich müsste sie erstmal wieder benutzen. So habt ihr halt einmal eine Möglichkeit, wie ihr schnell ein Eisen scharf bekommen könnt. Mit breiteren Eisen funktioniert es auch. Das habe ich auch bei dem breiten Eisen gemacht, was ich euch eben gezeigt habe. Da muss man halt nur ein bisschen üben, dass man halt einen gleichmäßigen, also dass man eine gerade Schneide erzeugt. Aber es funktioniert. Und das Setup hier ist halt einfach.
verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Absichtlich unten drunter das Teil quasi frei stehen lassen, einfach damit die Späne sich besser nach unten rausräumen können. Ich will hier keine Doktorarbeit machen, ich will hier lediglich so ein bisschen den Weg frei machen und den Rest stemme ich jetzt auch einfach ohne. Da fällt mir die Spucke aus dem Mund, Alter, wie alt bin ich dann? Das mache ich auch einfach ohne einen Hammer. Das stemme ich jetzt einfach so mit Kraft raus. Eigentlich funktioniert dieses Projekt hier viel zu gelassen. So, unsere Lünette ist jetzt fertig. Ich bin mega gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wir können das jetzt auch eigentlich schon installieren. Hört sich immer so technisch an. Denn jetzt hier haben wir bei dieser Variante halt den Vorteil, dass wir immer noch das Teil nach vorne rausholen können. Das bedeutet, wir müssen es nicht von vorne reinführen. Das ist schon mal cool. Ich habe hier extra jetzt einen Stab runter abgeschnitten. Der ist ja relativ dünn und anhand dem kann ich euch jetzt mal zeigen, wie gut das Teil funktioniert. Hoffentlich. Wenn wir jetzt die Drechselbank anmachen, seht ihr natürlich, dass das Ganze noch eiert. Das bedeutet, jetzt können wir die Lünette noch nicht benutzen. Ich will das aber auch hier nur mal demonstrativ machen. So, am Anfang muss es natürlich in der Mitte einigermaßen rund sein, damit wir das Teil benutzen können. Ich werde es jetzt mal genau in der Mitte machen und werde das hier erstmal rund machen, damit es nicht mehr eiert. Ihr seht schon, dass man es nicht so gut drechseln kann. So, wir haben jetzt hier einen Spot, der nicht mehr eiert. Da können wir jetzt hoffentlich die Lünette einsetzen. Ich schiebe es jetzt erstmal dahin, wo das Ganze hin soll und spanne es erstmal fest. Ihr habt eben gesehen, dass ich da ein bisschen verkackt habe mit der Ausrichtung von den Rädern. Ich werde es jetzt aber einfach mal so gut wie möglich anbringen. So, hier werde ich das Rad einfach ein bisschen anders positionieren. So, das Teil ist jetzt in alle Richtungen gestützt und es funktioniert. Das ist nämlich Überlegenheit. So, und Sinn der Sache war jetzt, dass wir es hier weiter bearbeiten können. Und das werden wir jetzt einmal mal schnell machen. Und ihr seht, es hat super funktioniert. Das ist doch mal geil. Das ist doch einfach ein Träumchen. Gut, normalerweise wäre das jetzt immer die Stelle, wo irgendeine coole Musik läuft, die eigentlich gar nicht laufen darf. Aber ich habe noch keinen Adapter für mein neues Handy. Da ist ja mittlerweile kein AUX-Anschluss mehr dran. Aber übrigens, ich mache das hier gerade grün, weil grün toll ist und grün beruhigt. Nico Santos. So, ihr seht, das Teil ist jetzt noch schön grün. Zwar nicht trockenes Grün, es ist immer noch ein bisschen nass. Auf jeden Fall habe ich euch ja eben gezeigt, wie das Teil funktioniert. Hier würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht so oft benutzen, so nah vorne am Reitstock. Das ist jetzt nur fürs Thumbnail gewesen. Aber ansonsten, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob du so ein Teil mal benutzt hast oder ob du so ein Teil überhaupt kanntest. Das ist eine Lünette. Schöner Name, ein cooles Projekt und ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Und bis zum nächsten Video sage ich ciao. Nein, sage ich noch nicht. Für die Leute, die fragen, da hat man hier so ein paar Laufspuren. Das kann man, wenn man zum Beispiel fertig ist, einfach, da könnte man die Lünette einfach ein bisschen weiter rüberschieben, da nochmal drüber drechseln oder einfach ein bisschen 120er Schleifpapier und dann sieht man diese Laufspuren schon nicht mehr. Jetzt sage ich tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.